Ein Heimspiel in Köln. Gut 4.500 FCK-Fans sind mit dabei. Volle Unterstützung beim Saisonabschluss für die Pfälzer, die die Relegation ja bereits sicher haben. Aber das Team von Trainer Marco Antwerpen will auch den Ausrutscher von Konkurrent Braunschweig nutzen und sich Tabellenplatz 2 erstmal zurückholen. Kaiserslautern in Rot. Vierte Minute. Freistoß. Mike Wunderlich. Redondo verlängert und das Kraus! Kevin Kraus, einer von 4 Neuen in der Startelf. Und so wollen sie ihren FCK auch erleben. Mutig nach vorne. Kölns Trainer Olaf Janssen, für ihn und die Viktoria geht es noch um den Klassenerhalt. Also es ist Druck drin und der Gastgeber kommt auch langsam rein in die Partie. Lorch mit feinem Steilpass auf den startenden Philipp. David, Philipp, 10. Minute, erster Kölner Warnschuss. Erst Lorch mit viel Überblick, hebelt damit die Gästeabwehr aus und Philipp etwas überhastet. Danach verflacht die Partie erstmal, auch weil dem FCK die Ideen im Spiel nach vorne fehlen. 26 Minuten vorbei, Ecke, Marcel Risse. Und da ist Fritz, 1-0 Köln. Moritz Fritz. Den hatte in der Gästeabwehr überhaupt niemand auf dem Zettel und im Blick, kann sich unbedrängt ranschleichen und köpft wuchtig ein. Und die Viktoria bleibt dran. Korunkiewicz nicht zu stoppen und dann landet der Ball bei Palacios. Nächste gute Möglichkeit für die Gastgeber. Dann wachen auch mal die Pfälzer kurz auf, halbe Stunde vorbei. Das ist Philipp Hercher und Redondo. Ein pfälzisches Lebenszeichen in der Offensive. Kenny Redondo verpasst hier knapp die Antwort. Aber Kaiserslautern, zu behäbig im Spielaufbau, mutlos und teilweise auch ideenlos, kaum Dynamik drin. Ritter ist das, wunderlich. Sontheimer dazwischen, Risse übernimmt und hat den Blick für Philipp. David, Philipp, 2-0. Köln setzt die Pfälzer unter Druck und das mit Erfolg. Für mich kein Foul an Mike Wunderlich, das ist zu wenig. Und dann rückt keiner beim FCK nach. Philipp hat freie Fahrt. Ein zur Halbzeit völlig verdienter Rückstand, die FCK-Fans desillusioniert und der Trainer bedient. Die zweite Hälfte, Freistoß für die Gäste und das macht der eingewechselte Nicola Sessa. Es läuft bislang wenig zusammen beim ersten FC Kaiserslautern. Gute Stunde vorbei, Köln lauert auf solche Situationen. Schiffci mit dem Ballverlust und Philipp mit ganz viel Tempo auch von zwei Lauterern. Nicht zu stoppen, Raab ist aber da. Gute Parade und kein Elfmeter, richtige Entscheidung. Kurz darauf dann mal der FCK. Beuth hier im Pech, aber die Pfälzer bleiben weiter dran. Klingenburg, Krieger rettet's. Die Viktoria bekommt den Ball nicht raus, wird eingeschnürt von den Gästen. Das ist Götze. Es ist wie beim Scheibenschießen. Nochmal Kaiserslautern. Schiffci passt auf. Hikmet, Schiffci. Immer noch Schiffci. Und da ist Redondo und Nicolas ganz stark. Chancen für 3 Tore. Es ist nicht zu fassen. Aber der FCK versucht's weiter. Das ist René Klingenburg. Die Abschlussschwäche heute neben mangelnder Kreativität ein Grund für die drohende 3. Pleite in Folge. Aber auch defensiv der FCK alles andere als stabil. Wir sind in der Nachspielzeit. Korunkiewicz ist das. Immer noch Korunkiewicz. Raab, heute der beste Lauterer, verhindert das 0:3. Aber das war's dann auch. Eine verdiente Niederlage für Kaiserslautern, das zu spät aufwachte. Viktoria Köln feiert dagegen den Klassenerhalt
Der FCK verpasst den direkten Aufstieg, bekommt aber sofort die mentale Aufbauhilfe für die Relegation gegen Dynamo Dresden.